Etze lohnt sich. Der Laden brummt. Wir sind hier bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und hier gibt es schon jede Menge Stellenausschreibungen für die neue Dokumentationsstelle, die diese Stiftung einrichten darf, natürlich auf Kosten des Steuerzahlers. Wissenschaftlicher Referent, Projektkoordinator, Grafiker, Webadministrator, technische Hilfskräfte, wissenschaftliche Mitarbeiter, Mensch, Donnerwetter, aber mit 200.000 Euro Staatsknete pro Jahr kann man ja auch eine Menge anfangen, so nach dem Motto hier der roten Fahne. Und anscheinend ist die Sache in trockenen Tüchern für die Amadeo-Antonio-Stiftung. Sie kann also diese Dokumentationsstelle einrichten, obwohl es ja hier jede Menge Zoff gab in den letzten Tagen. Wenn ich mir mal hier die News angucke, dann haben wir also hier Kritik, Sondersitzung des Thüringer Landtags, Höcke vergleicht Thüringer Dokumentationsstelle mit Nazi-Behörde. Die Dokumentationsstelle stehe in einer Tradition der Reichskulturkammer von NS-Propagandaminister Goebbels. Ihr Ziel sei, konservative, patriotische und liberale Auffassungen zu diffamieren. Das sei ein Verstoß gegen die Thüringer Verfassung, sagte Höcke. Über die Reichskulturkammer wurden in Nazi-Deutschland Intellektuelle und Künstler gleichgeschaltet. Also der Herr Höcke unterstellt hier offensichtlich, dass diese Dokumentationsstelle für Menschenrechte der Amadeo-Antonio-Stiftung nicht neutral sein wird. Aber natürlich hat unsere politische Nomenklatura diesen Asphalt schon wieder geglättet. Bei der Stiftung handelt es sich um einen renommierten Partner, der auch mit der Bundesregierung zusammenarbeite. Ja, da kann man nun nur sagen, die Bundesregierung arbeitet heutzutage mit jedem zusammen und sogar mit einer Stiftung, die auf unglaubliche Weise gegen das eigene Volk hetzt und Hassparolen verbreitet. Sogar damit arbeitet die Bundesregierung zusammen. Das heißt also noch gar nichts, aber es gibt hier noch ein Argument für die Vergabe der Dokumentationsstelle. Sie arbeitet nämlich nicht einseitig, nämlich die Amadeo-Stiftung, sondern untersuche alle Einstellungen, die sich gegen die Grundsätze der Verfassung richten. Wie neutral ist denn nun oder wie nicht einseitig ist denn nun die Amadeo-Antonio-Stiftung? Witzigerweise und interessanterweise können wir das also relativ einfach überprüfen, ne? Und zwar können wir das quasi statistisch untersuchen, diese Website der Amadeo-Antonio-Stiftung. Wir müssen nur Folgendes machen. Wir müssen hier bei Google eingeben die Begriffe rechte Gewalt. Ja, so. So. Und das Ganze suchen wir dann natürlich nur auf der Seite der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und siehe da, das ist ein stattliches Ergebnis. Die Worte rechte Gewalt tauchen auf der Seite der Amadeo-Antonio-Stiftung nicht weniger als 874 Mal auf. Also sehr, sehr eifrig, die Kollegen hier. Hier, man sieht es ja, Mut gegen rechte Gewalt, gemeinsam gegen rechte Gewalt. Rechte Gewalt ist mehr als ein Augenblick. Umgang mit Bedrohung durch rechte Gewalt. Spenden für Mut gegen rechte Gewalt und so weiter und so weiter. Da unten kann man sich also weiter durchklicken, über 10 Seiten und wahrscheinlich noch mehr. Also 874 Mal taucht der Begriff rechte Gewalt auf der Seite der Amadeo-Antonio-Stiftung auf. Machen wir doch mal die Gegenprobe und tauschen wir nur das Wörtchen rechte gegen linke Gewalt aus. So. Und suchen das wieder nur auf der Seite der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und los. Hoppla. Ganze 2 Ergebnisse. So was Ähnliches habe ich mir ja schon gedacht. Ja. Also 874 Mal geht es bei euch um rechte Gewalt und genau 2-mal um linke Gewalt. Jedenfalls hier laut Google-Suche. Da stimmt doch was nicht bei euch. Ihr sollt nicht einseitig sein, ihr seid offensichtlich auf dem linken Auge total erblindet und das sieht ja fast so aus, als würdet ihr linke Gewalt nicht nur unter den Teppich kehren, sondern sogar billigen oder absichtlich unterschlagen zumindest. So sieht es aus, ja. Und es gibt überhaupt keinen Grund, sich nur gegen rechte Gewalt zu wenden,
sondern man muss natürlich immer von politischer Gewalt sprechen. Darum kann es ja nur gehen. Warum wendet ihr euch nur gegen rechte Gewalt und dann auch noch in diesem Verhältnis? Die linke Gewalt kommt bei euch praktisch gar nicht vor. Das grenzt an eine Billigung. Und sehr wohl seid ihr absolut einseitig und voreingenommen, politisch voreingenommen. Ihr taugt absolut nicht für einen gemeinnützigen Verein. Ihr taugt absolut nicht dafür, Steuergelder einzusacken. Und ihr taugt absolut nicht für so ein Projekt wie eine Dokumentationsstelle über Menschenrechte, für Menschenrechte und Demokratie. Das kann man doch vergessen. Das ist doch eine Farce. Gut, dann sage ich vielen Dank erstmal von der Heimatfront und bis zum nächsten Mal. Ach ja, eins noch, bitte unterstützen Sie mich hier auf meiner Website wisniewski.de. Wenn Ihnen meine Arbeit gefällt, hier ist ein Link, da finden Sie alle Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Manche davon kosten Sie keinen Cent extra, zum Beispiel wenn Sie Bücher über meine Website kaufen. Hier finden Sie auch meine neuesten Bücher, wie zum Beispiel Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen 2016 und Ungeklärt, Unheimlich, Unfassbar 2016 nicht zu vergessen. Das Buch mit den spektakulärsten Kriminalfällen des letzten Jahres. Gut, dann sage ich vielen Dank erstmal von der Heimatfront und bis zum nächsten Mal.